Es knallt sehr laut, die Erde bebt, ein riesiger leuchtender Feuerball erhellt den Himmel über dem mittleren Westen der USA und Teilen Kanadas. Die Menschen verfallen in Panik. Handelt es sich um eine Alien-Invasion oder ist das jetzt der Untergang der Erde? Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und ich beantworte alle Fragen dazu, denn solche Ereignisse sind tatsächlich eine reale Bedrohung. Jetzt in Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Es war der reinste Horror für diejenigen, die diesen Abend über dem südlichen Michigan miterlebt haben. Auf Twitter hieß es, für mich war klar, dass ich da entweder eine Invasion von Außerirdischen oder die Apokalypse beobachte. Eine Frau schrieb, wir waren uns sicher, dass gerade jemand unser Haus angreift. Die sozialen Netzwerke quollen über mit Meldungen, Fotos und Videos. Der helle Feuerball erleuchtete gegen 20 Uhr abends am 16. Januar für wenige Sekunden den Himmel über Michigan, Ohio und Ontario. Alles wirklich dicht besiedelte Regionen. Der Wetterdienst aus Ohio gab dann aber Entwarnung, der Knall und das helle Licht seien nicht von einem Gewitter ausgegangen. Aber von was? All das wurde stattdessen verursacht von einem Meteorit, der zum einen für den riesigen Feuerball am Himmel sorgte. Nicht ganz geklärt ist offensichtlich, ob man das Objekt wohl korrekterweise als Meteorit oder bereits als kleinen Asteroid bezeichnen kann. Einfach gesagt sind Meteoride, die sind kleiner als Asteroiden. Beim Eindringen in die Atmosphäre können sie für Sternschnuppen oder in sehr hell dann Feuerkugeln verursachen. Wenn sie nicht komplett verglühen, wird ein Meteorit zum Meteorit mit T am Ende. Die NASA spricht in einer offiziellen Mitteilung aber von einem kleinen Asteroiden. Basierend auf den neuesten Daten wurde der extrem helle Lichtstreifen am Himmel von einem 6 Fuß breiten Weltraumgestein, einen kleinen Asteroiden, verursacht. Er drang mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 36.000 Meilen pro Stunde in die Erdatmosphäre irgendwo im Südosten von Michigan ein und explodierte mit etwa 10 Tonnen TNT am Himmel. Also, er war ungefähr 2 Meter groß und knapp 60.000 Kilometer pro Stunde schnell. Wahnsinn! Also, aber eigentlich ganz harmlos, jedenfalls für einen Asteroiden, wenn er nicht der Vorbote für etwas Größeres wäre. Weil er so rasend schnell unterwegs war, erschütterte die Explosion sogar den Boden in der Region. Die Behörden hatten ein seismisches Ereignis mit der Stärke 2 registriert. Dazu der Erdbebenforscher Larry Roof von der Universität in Michigan. Das war eindeutig eine Explosion in der Atmosphäre und kein Erdbeben. Das Seismogramm zeigt deutlich die Unterschiede zu kleineren regionalen Erdbeben. Es könnte also zu einem Einschlag gekommen sein. Einige Zeit nach der Horrornacht verkündete ein Suchtrupp, Stücke gefunden zu haben, und zwar in einem See in Michigan. Dass die Erde von Meteoriten getroffen wird, ist kein seltenes Ereignis. Experten sind sich einig, um solch ein sicht- und hörbares Spektakel wie am 16. Januar zu verursachen, muss es sich um Objekte handeln, die mindestens einen Durchmesser von einem Meter haben. Dies passiert dem Forschungsteam aus Michigan zufolge alle paar Monate. Laut NASA fängt die Erde täglich rund, Achtung, 10 Tonnen Weltraummaterial ab, zum Großteil winzige Teilchen, deren Durchmesser nicht mal einen Millimeter beträgt. Für die NASA selbst ist ein solches Ereignis von Mitte Januar kaum der Rede wert. Denn die Explosion von Chelyabinsk von 2013 entsprach rund, Achtung, 50.000 Tonnen TNT und sorgte für knapp 1.500 Verletzte und gesplitterte Fenster in 6 Städten. Auch Hausdächer und Autos wurden beschädigt. Laut NASA wurden allerdings noch nie Menschen von einem Meteoriten getötet. Glücklicherweise wurde das ganze Phänomen Mitte Januar von vielen verschiedenen Kameras und Sensoren von verschiedenen Standorten aus aufgezeichnet. Dadurch versprechen sich die Forschungsteams, mehr Informationen zu der Größe und der Flugbahn des Objekts zu bekommen. Das Planetary Defense Coordination Office der NASA, das hat es vor allem auf große Asteroiden abgesehen. Kleinere Objekte werden da eher schnell übersehen und sind auch nicht so interessant. Und diese Einheit hatte die USA ja letztes Jahr eingerichtet, um erdnahe Asteroiden zu entdecken und zu verfolgen, denn die können uns ziemlich gefährlich werden. Ja, und die größeren sogar gelten als Auslöser von Massensterben auf der Erde. Alle paar Millionen Jahre steuert ein großer Asteroid auf die Erde zu, der das Leben tatsächlich bedroht. Die NASA hat deswegen das Ziel, bis 2020 alle erdnahen Asteroiden, die größer als 140 Meter sind, zu entdecken. Denn genau diese könnten der Erde gefährlich werden und es gibt wahnsinnig viele unentdeckte Asteroiden. Die Gefahr ist also groß, von einem solch riesigen Himmelskörper getroffen zu werden und auch nur sehr schwer einzuschätzen, da die Asteroiden auch ihre Flugbahn öfter ändern.
kann. Das geschieht auch ganz ohne den Vorbeiflug an größeren Planeten, zum Beispiel durch die Einschläge von anderen kleineren Asteroiden. Immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen jetzt vor dem hohen Risiko eines größeren Einschlags auf der Erde. Wie oft das in den ersten 13 Jahren dieses Jahrhunderts passiert ist, wurde ja vor einiger Zeit bekannt. 26 Asteroiden sind auf der Erde eingeschlagen. Darauf gekommen sind findige WissenschaftlerInnen. Sie hatten die Idee, beim weltweiten Atomteststopp-Überwachungsnetzwerk nachzufragen, ob es andere größere Explosionen auf der Erde gab. Und es waren 26. Und es konnten nur Asteroideneinschläge sein. Nichts anderes hat eine solche Wucht. Lediglich ein Einschlag wurde dabei vorhergesehen. Nur einer. Alle anderen kamen im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel. Jedes Jahr schlagen also zwei größere Asteroiden hier auf der Erde ein. Bisher hatten wir großes Glück, denn die Gesteinsbrocken schlugen im Meer, in Wüsten oder sonstigen unbewohnten Gebieten ein und verdampften bereits in der Atmosphäre. Wie hoch ist also das Risiko wirklich? Wie schnell ein Asteroid oder Komet auf einem Planeten einschlagen kann, das wurde 1994 deutlich. Der Komet Shoemaker-Levy ist ein beeindruckendes Beispiel. Entdeckt wurde er am 24. März 1993. Am 16. Juli 1994, also nur gut ein Jahr später, schlugen die ersten Bruchstücke auf dem Jupiter ein. Sie hatten eine Sprengkraft, Achtung, von 50 Millionen Hiroshima-Bomben. Der Jupiter hat allerdings ein deutlich größeres und stärkeres Gravitationsfeld als die Erde, aber trotzdem ist das Risiko auch hier hoch. Millionen und Abermillionen Gesteinsbrocken rasen durch unser Sonnensystem und dabei sind die Zahlen allein für unseren Planeten beeindruckend. Es wird vermutet, dass etwa 1 Million Asteroiden sich im Bereich der Erdumlaufbahn befinden. Davon kennen wir inzwischen immer mehr. Nach aktuellem Stand sind es 755.599 Objekte, die wir kennen, die in unserem Sonnensystem umherschwirren. Das ist schon deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren, aber tatsächlich sind es wohl Millionen, die in unserem Sonnensystem umherkreisen. Wir kennen also nur einen kleinen Teil und deswegen schlagen Forschungsteams seit Jahren immer wieder Alarm. Sie plädieren für eine bessere weltweite Zusammenarbeit und den Aufbau eines koordinierten Frühwarnsystems. Und wirklich effektive Abwehrstrategien sind noch immer nicht ausgetüftelt. Die NASA arbeitet zwar mit Hochdruck daran, potenziell gefährliche Asteroiden abzulenken, beispielsweise mit Lasern oder Raketen. Allerdings müssen wir fürchten, dass einer der statistisch gesehen zwei Asteroiden, die jedes Jahr hier einschlagen, in einer Gegend auftritt, in der Millionen Menschen leben. Das will eine private Initiative jetzt verhindern. Ehemalige Astronauten um den Space Shuttle Piloten Ed Lu wollen Asteroiden finden, die zumindest Städte, Länder und Kontinente zerstören können. Und damit sie eben frühzeitig erkannt werden, wollte ihre Organisation B612 einen privat finanzierten Satelliten in den Weltraum schicken, der die Asteroiden mit einer Wärmebildkamera findet. Doch die Initiative bekam das Geld nicht zusammen. Die NASA kündigte den Vertrag zum Start des Satelliten. Es sieht also schlecht aus. Jetzt will die Organisation kleinere und billigere Satelliten ins Weltall schicken, um nicht mehr so hohe finanzielle Hürden zu haben. Und Raketenstarts, die werden ja auch immer billiger, dank Elon Musk. Also es könnte vielleicht bald Realität werden, dieses Frühwarnsystem. Auf jeden Fall müssen wir handeln, denn das, was in Michigan passiert ist, wird ganz schnell eine große Katastrophe, nämlich dann, wenn der Asteroid nur etwas größer ist und in einem besiedelten Gebiet einschlägt. Ja, wenn ihr als erstes Neues zu Asteroideneinschlägen und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video eben vorab von mir garantiert. Ihr könnt dort direkt mit mir in der Redaktion von Rixo mitmachen und Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, Glocke vergessen. Dafür unten abonnieren, hier, überall. Ja, und jetzt geht es weiter, dafür auch draufklicken. Asteroid schrappt an der Erde vorbei, Beginn einer neuen Ära. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.